to say this again and again and again. Why the church is not succeeding in bringing those that are adhered to place of salvation? Und wisst ihr, warum die Gemeinde oder die Kirche wirklich erfolglos Menschen zu diesem Zustand der Errettung bringen sollte? It's because we don't even know the problem of man. Der Grund ist, weil die Gemeinde das Problem der Menschen gar nicht kennt. We don't know. We can't analyze it. Das können wir nicht analysieren. Because if we analyze the problem of man correctly, wenn wir richtig die Probleme des Menschen analysieren, we will understand what salvation is. Dann begreifen wir, was Errettung heißt. Because salvation is a solution to man's problems. Errettung ist die Lösung zu den Problemen des Menschen. So that is why the whole, I repeat again, the whole message of the gospel of Jesus Christ. Das wiederhole ich nochmal. Die ganze Botschaft, wirklich das Evangelium Jesu Christi, is salvation. Ist nur aber nothing else. Nichts anderes. Not salvation. Why? Warum? Errettung? Because let's look at the story. Wir schauen uns mal die Geschichte an. The Bible says that through the sin of one. Die Bibel spricht, dass durch die Sünde des einen. Sin of one or Adam. Now, my question is, what was the sin of one? What was the sin of Adam? So, meine Frage lautet, was war denn die Sünde Adams? What was his sin? Was war seine Sünde? Because just one sin. Denn nur eine Sünde. What happened? Death entered into the world. Was ist geschehen? Tod ist in die Welt eingetreten. Now, take note of all this. Very important. Sin of one, death enter into the world. Ja, durch die Sünde des einen ist der Tod in die Welt eingetreten. And we know, from what we said death is separation. Und von dem, was wir gesagt haben, was wir auch begreifen, Tod heißt Trennung. Separation from God. Trennung von Gott. If there is separation from God, wenn es nun eine Trennung von Gott gibt, it means that there must be union to something. Dann bedeutet es auch gleichzeitig Trennung von Gott, aber Einheit mit was anderem. So there is no suspension, there is no neutrality. Und dementsprechend gibt es keinen, sag mal in meinen Worten, keinen neutralen Boden, keine Schutzzone. Wenn sobald man sich von einem trennt, ist man gleichzeitig mit dem anderen verbunden. Please, let me explain again. Let me explain. Look at the point. The point is man. Man is in the middle of this. Ja, also es geht hier um den Menschen. Der Mensch steht hier in der Mitte. So man was to be united with God. Der Mensch sollte ursprünglich mit Gott verbunden sein. Let's try to define God. So, wir versuchen jetzt Gott zu definieren. Okay, let's try. Wir versuchen mal. Okay, let's not define God in terms of person. So, wir versuchen Gott nicht im Sinne einer Person zu definieren. Let's define God in terms of state. Sondern state of being. Sondern wir definieren Gott so, und zwar von dem Zustand des Daseins. So, what we will say God is. Also, was würden wir denn sagen, wenn wir einen Zustand des Daseins, einen Zustand der Existenz denken? Naturally, we say God is satisfaction, right? Also wir würden sagen, Gott ist doch Sättigung, ja? Zufriedenheit. Fulfillment. Erfüllung. The state of you fulfill. Ja? Gott ist doch der Zustand, dass ich erfüllt bin. You lack nothing. Dir mangelt nichts. You don't need any. Oh, you're fine with this. Ja, also dir geht's gut, du brauchst gar nichts. This, because this is who God is. Denn genau das ist Gott. He doesn't need anything. Er braucht nichts. Nothing cannot be taken away from him. Und von ihm kann nichts weggenommen werden. He's satisfied in himself. In sich selbst ist er zufrieden und gesättigt. So we can say God is love. Wir können auch sagen, Gott ist Liebe. Simple. So God is love. So he's in love, his kindness, his goodness, his all the attributes of self-control and all those things. Und in dieser Liebe findest du Güte, Nettigkeit, Freundlichkeit, du findest wirklich Selbstbeherrschung und all diese Eigenschaften, die zur Sättigung zeigen oder zur Sättigung, die ein gesättigter Mensch vorzeigt. Now this is God. Das ist Gott. So when man is connected, or man was created to be in this state. Nun, der Mensch wurde geschaffen, in diesem Zustand zu sein. To be satisfied. Wirklich gesättigt zu sein. Nothing around man should satisfy man. Nothing around man should make man to be loved, to be kind, to be good, and to be joyful. Man has it in himself, because man is connected to the source of it, which is God. Denn der Mensch ist in sich
gesättigt. Das heißt, der Mensch soll seine Sättigung oder Zufriedenheit nicht aus seiner Umwelt gewinnen. Warum nicht? Weil der Mensch mit seiner Quelle verbunden ist. This is God's character. Ja, das ist Gottes Eigenschaft. And so when man is connected to God, dementsprechend, wenn der Mensch mit Gott verbunden ist, man enters into these feelings. Dann erlebt oder drückt der Mensch diese, sage ich mal, Zustände aus als Gefühle. So, there is no fear. Es gibt keine Furcht. There is no lack. Es gibt keinen Mangel. There is no insufficiency. Und es gibt keine, sage ich mal, keine Ungenügendheit. Gibt's nicht. In God. In God. So this is what man was supposed to be. Aber genauso sollte der Mensch sein. God created man. Ja, Gott schuf den Menschen. For man to live in Him. Damit der Mensch, der geschaffen wurde, in Gott lebt. Let me pause here. Also hier machen wir eine kurze Pause. And so all these attributes. Also all diese Eigenschaften is in what the Bible refers to as Christ. Ist wirklich in dem Begriff vorzufinden, was Christus genannt wird. And so when the Bible says you are in Christ, wenn die Bibel sagt, du bist in Christus, so let's look at Christ from his attributes, from his characteristics. Dann schauen wir aus Christus nicht als Person, sondern von seinen Eigenschaften, von seiner Eigenart. Okay, let's look at it from that perspective. Wir schauen mit Christus von diesem Blickwinkel. And so when you are in Christ, wenn du in Christus bist, you are in satisfaction. Dann bist du in der Sättigung. You are in love. Dann bist du in der Liebe. You are in sufficiency. Dann bist du in der Genugtuung drin. Nothing like it. Da fehlt nichts. Nothing that you desire. Es gibt nichts, was du verlangst. You are sufficient in yourself. In dir selbst, in dir drin bist du gesättigt, bist because du zufrieden. You are in this state. Weil du in diesem Zustand namens Christus bist. And so when man was separated from God. Nun kommt der Zustand, dass der Mensch sich von Gott trennt. So when man was separated from God. Als der Mensch sich von Gott getrennt. What does man then experience? So, was erlebt der Mensch nun? Man experienced what the Bible refers to as death. Nun erlebt der Mensch das, was die Bibel als Tod nennt. Separation from God. Trennung von Gott. Separation from satisfaction, love, sufficiency, and all those things. Also Trennung von wirklich von der Liebe, von der Sättigung. Ja, von wirklich Zufriedenheit, Erfüllung. And so man begins to experience something else. So, aufgrund dieser Trennung erlebt der Mensch nun was ganz anderes. What we call insufficiency. Ja, Unzufriedenheit, ungesättigt sein. Fear. Furcht. Lack. Mangel. Powerlessness. Kraftlosigkeit. So this is what man begins to experience. Aufgrund der Trennung sind das die Erfahrungen des Menschen. Man könnte ja sagen, das sind ja die neue Eigenschaften des Menschen. Now, since man is no more connected to God, da der Mensch nun nicht mehr mit Gott verbunden ist, but he's connected to something else. So er ist damit etwas anderem verbunden. That gives him all this. Ja, und dieses etwas anderes gibt den Menschen diese Eigenschaften. I just want us to understand certain things. Also ich möchte, dass wir wirklich bestimmte Dinge begreifen. Because denn these things, this state, denn dieser Zustand, where God is, wo Gott ist, is also called, wird auch anders genannt. According to this, gemäß der Bibel, this state, ja, dieser Zustand, is also called what we call heaven. Dieser Zustand wird auch Himmel genannt. And this state that we call death. Und dieser Zustand, was wir mit Tod verbunden haben, is also in the realm called world. Wird auch Welt genannt. So, man created the world, where through his sin he caused death to enter. Und dementsprechend, der Mensch schuf die Welt. Und wie schuf er das? Indem er sich von Gott durch die Sünde trennte. Und durch die Sünde kam der Tod in seiner Welt. But in this world, in dieser Welt, there are things, gibt es Dinge.
There are things there. Es gibt Dinge drin. So since there are things in this world, da es Dinge in dieser Welt gibt, so when man associates himself with the things in this world, wenn der Mensch sich mit den Dingen dieser Welt verbindet, joined himself with things, ja, er verbindet sich mit den Dingen in dieser Welt, because everything that is in this world is tainted by death. Denn alles, was sich in dieser Welt befindet, ist durch den Tod geprägt. So it means that. Das heißt, car, the houses, ja, die Autos, die Häuser, zum Beispiel, the money, das Geld, everything, alles, is tainted by death. Ist durch den Tod geprägt. And what is that death? Und welches Tod meinen wir? The characteristic of death. Also, wenn wir vom Tod sprechen, wir sprechen über den Zustand, über die Eigenschaft des Todes. Unsatisfaction. Ja, Unzufriedenheit. Insufficiency. Ja, Mangel. Fear. Furcht. Lack. Wirklich ungesättigt sein. Everything. Alles, wirklich alles. We'll be in this house. Zum Beispiel, wir sind hier in diesem Räumlichkeit. Let's say we're almost 150 people. Ja, als Beispiel, wir sind jetzt 150 Leute. So the house is not what? Sufficient anymore, right? Dann ist es zu klein, oder? We need to leave. Das heißt, wir müssen hier wieder verlassen. So there is nothing in this world. Also es gibt nichts in dieser Welt. That can satisfy man. Was den Menschen sättigen oder zufriedenstellen. Whether it's a Porsche. Egal ob es eine Porsche ist. 2017. 2017 Modell ist alt. The model of 2017 is old. It doesn't meet the requirement of the evolved world. Das trifft nicht mehr, das entspricht nicht mehr den Richtlinien von der weitergegangenen Welt. So you can't meet all your needs in 2022, so you need something new, okay? Also, der Porsche von 2017 kann deine Bedürfnisse von 2022 nicht mehr stillen. Also, es muss einen neuen her. So that is why everything in this world. Deshalb alle Dinge in dieser Welt. Everything. Alles. Let me shock you. Also ich möchte euch ein bisschen schockieren. Even your wife or your husband. Also sogar deine Ehefrau oder dein Ehemann. Please, let us be honest. Also lass uns mal ehrlich sein. You can't derive your satisfaction from your spouse. Also deine Sättigung, deine Erfüllung kannst du niemals von deiner Ehefrau oder deinem Ehemann gewinnen. God made it like that. Also Gott hat das extra so gemacht. That is why many Christians divorce, because they don't understand. They think that when they get married, Das ist das, was viele Christen nicht begreifen. Weil sie gedacht haben, dass wenn sie nun heiraten, dann haben sie die Erfüllung erreicht. Im Gegenteil, Gott hat es so gemacht, warum? Damit man sieht, dass die Erfüllung nicht in dem Ehepartner ist, sondern in ihm. Christians don't know that. Doch die Christen kennen das nicht. Und so wie Pastor vorhin gesagt hat, das ist der Grund, warum wirklich die Scheidungsrate unter den Christen wahnsinnig hoch ist. Also wenn das eine Aktie ist, würde ich kaufen. Really? It's higher than those that does not know God. Or not that know God, those that are not in the church. Und das ist erschrecklich, dass die Scheidungsrate unter den Christen ist viel höher als die Menschen, die mit Christus nichts zu tun haben. Because? Weil, wisst ihr warum? Weil sie davon ausgehen, naja, ich kenne ja. And so everything will work. Also wird alles funktionieren. Automatisch. No. Nein, aber was nicht. And in the church, in der Gemeinde, the church is not even teaching the people what life is all about. Die Gemeinde lehrt den Menschen nicht, worum es im Leben geht. Because when we begin to tell people that life is in what you get, in the car, in a wife, in a husband, in a house, and everything, until we see Christians have gathered together and they are praying, God, give me a wife. This is not the right prayer. It's not Christ-like. We don't need to pray for a wife, for a husband. We don't need God to make a miracle for all those things. Because when you are focused like that, in your mind, you look at the wife or the husband as salvation. Save you from what? From your position of insatisfaction. Because that is from that position that you are asking that. That thing becomes your savior. And as long as you look at it as your savior,
it will fail you. Because God is a jealous God. God will make sure that, your Savior, that your God, fails you. Dementsprechend ist es so, dass unter den Christen ist es so, dass stattdessen den Leuten wirklich das Leben beizubringen, sie werden dann beigebracht, nämlich Dinge zu vertrauen. Aber der Punkt ist, während man diese Gebete, diese angebliche Gebete, das sind keine Gebete, das sind keine Gebete, denn warum? Während man diese angeblichen Gebete leistet, was tut man im Sinn? Man sagt sich selbst automatisch im Sinn, wenn ich eine Frau habe, dann bin ich gerettet. Wenn ich ein Haus habe, dann bin ich gerettet. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Retter selber, Gott, sprich derjenige, der Erfüllung und alles macht, wird beiseite gestellt. Und eins vergessen der Christen, nämlich, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das bedeutet, er sorgt dafür, dass diese Dinge, dass sie genau Dinge bleiben. Sprich, die werden uns wirklich versagen. Das ist der Grund, warum, wenn wir die Dinge als Gott betrachten, sie versagen uns. Das war alles auf dieser Welt. This is so important. Denn das ist sehr wichtig. Gott ist our life. Ist unser Leben. So any other thing, dementsprechend alles andere, that causes us to live by them, ja, die sich wirklich als unser Leben darstellen möchte, will fail us. Sie werden uns versagen. There is only one God. Es gibt nur einen Gott. There is only one satisfaction. Es gibt nur eine Sättigung. There is only one peace. Es gibt nur einen Frieden. There is only one joy. Es gibt nur eine Freude. And I have a good news to tell you. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. And it's inside of you. Und diese eine Freude, dieser eine Frieden ist in dir drin. He's inside of you.